Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu The Sims 4. Durchschnitt ermitteln. Die letzte Mathearbeit von Daria war nicht gerade überragend. Sie hat eine mittelprächtige Note bekommen, die ihren Durchschnitt verderben könnte. Soll sie um eine Zusatzprüfung bitten oder einfach hart arbeiten, um beim nächsten Mal eine gute Note zu bekommen? Hart arbeiten. Leistungsverbesserung klein. Sehr gut. So, ja, in der letzten Folge ist ja unser Mubär von uns gegangen. Mubär der Erste. Mubär der Zweite wächst hier fröhlich vor sich hin. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht können wir sie ja auch bitten, ihn wieder zum Leben zu erwecken. Sie hat doch den grünen Daumen. Freundlich. Naja, gut. So, Schneewittchen. Dankeschön, Steff. Du warst bei der Geburt dabei. Was machst du jetzt mit dem Teller abwaschen? Hier ist doch ein Waschbecken. Ach, dieses Schneewittchen. Okay, wir müssen wieder einmal schwanger werden. Und zwar haben wir noch 5 Tage. Und ich wollte Buddy Claws. Buddy Claws, das ist der Sohn vom Weihnachtsmann. Beziehungsweise der Weihnachtsmann ist ja schon gestorben. Naja, schade, aber ist so. Komm mal her. Und deswegen ist Buddy eigentlich sein Nachfolger. Aber ich habe es noch nicht geschafft, ihn sozusagen das Weihnachtsmann Kostüm, Anzug, Uniform anzuziehen. Nein. Deswegen ist sie noch in seiner Elfenverkleidung sozusagen. Ah. Es hätte gut zu Weihnachten gepasst, wenn wir Santa an Weihnachten rumbekommen hätten, aber ich glaube, da war er auch schon tot. Bezaubernd vorstellen. Und deswegen ist das jetzt so ein... Naja. Es hat nichts mehr. Es hat nicht mehr viel mit Weihnachten zu tun. Weihnachten ist gestorben, als der Weihnachtsmann von uns ging. Plus Pinella. Oh. Oh, ja. Jetzt ist aber gut kokett. Hallo, kann ich... Yasip. Bimbus. Fragen, ob er Single ist? Oh, wir haben ja schon... was mit ihm. Aber wir sind erstmal ein bisschen nett. Geht der denn jetzt? Der geht jetzt nicht zum Baby, oder? Geh doch nicht zum Baby. Tag verschönern. Können ja auch mal ein bisschen lustig sein. Hier war doch gerade Süßholz raspeln. Lurten. Oh, Buddy, komm doch wieder runter zu mir. Zu mir. Na gut, so sind wir näher am Schlafzimmer dran. Ich kann ja schon mal das Baby wegstellen. So, hier rüber. Angenehmes Gespräch. Ich könnte hier eigentlich auch mal ein Geländer reinmachen. Es wird ja langsam mal Zeit. Die stehen relativ nah am Abgrund. Ja. Mal gucken. Kennenlernen. Über die nur... Ach, Spiele mag der doch bestimmt. Spielzeug mag der auf jeden Fall auch. Ja. Bro. Oh. Was war jetzt? Wir flirten mal. Du hast eine Hose an. Ja, sie ist gelb. Und sieht wunderschön aus. Ah, Poganamo.
Sycophus. Perhaps sing more than fanship. Ich will etwas Yes näher and all? ran an das Dance Geschehen. soon, but Okay, Fatimore. also flirten geht gut. Encompass Dances. Kompliment über Aussehen können wir noch mal machen. Befite Peltas. Vadish. You know, crab. Ephedroid for nose. Okay. Erster Kuss so schnell? Pondo. Nee, erster Kuss ist mir ein bisschen. Hier. Händchen halten vielleicht? Buddy, nicht im Kinderzimmer. Neben den Kuscheltieren. Ho, Edoroy. Aber ich glaube, das findet er anreizend. Oh Gott, ich habe eine komische Vorstellung. Verführerisch flüstern. Knuddeln. Oh, das Baby weint. Ich verstehe immer Vulva, wenn sie das sagt. Erster Kuss. Sehr kokett. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Los. Oh. Wie schön. So, na dann, ab ins Bett. Baby machen mit Buddy. Ja, du bist so toll. Ganz toll bist du mit deinem lustigen Kringelhut. Nicht das Baby. Lass das Baby. Juhu! Ich komm gleich, Leila. 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 Oh. Aha. Oh. Sexy Partnerlook. Beide in ihren Häschen-Plüschpantoffeln. La 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 la. Schlafen? Es wird hier nicht mehr geschlafen. Ui, ei, ei, ei. Ich glaube, das hatte ich noch nicht. War das schon immer so, dass da Feuerwerk, dass es gefeuerwerkt hat? Oder ist das, weil wir so gut geworden sind in dem, was wir dort machen? Weil wir es schon so oft gemacht haben? Oder ist es einfach wegen Buddy? Yay! Noch ein Kind. Total toll. Und die Schule ist aus. Das war super. Warte mal, das stand gerade. Oh, Valeria, Alter. Okay, Valeria hat Geburtstag sozusagen. Wie viel haben wir? Ach, wir haben ja noch Zeit. Aber wir können auch Valerias Geburtstag feiern. Das machen wir auf jeden Fall. Da müssen wir aber. Brauche ich das Handy? Genau. Ja, gesellschaftliches Ereignisplan. Mal gucken, wer da alles kommt. Die letzte Party ist ja nicht so lange her. Okay, eine Hausparty. Geburtstag ist eine Würstelparty. Können wir eigentlich auch mal eine Würstelparty machen? Am Feuer, aber wir haben kein Feuer. Gala-Abendessen? Eine Gruselparty? Huch. Na. Ach hier. Das altbewährte. Geburtstagssinn, bist du? Gäste. Ihr seid alle da, ihr seid alle da. Mit dem Alien würde ich eigentlich. Oh, eigentlich ist so ein Alien?
Finde ich auch nicht schlecht. Julia kann kommen. Buddy ist eh da. Die Steff kann kommen. Zack, Minnie. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, ne. Ella, Elia. Wer war der Vater? Ach, der Tod. Hallo, Tod. So. Caterer brauchen wir nicht. Mixer brauchen wir auch nicht. Alec. Na, Entertainer, wen gibt's da so? Niemanden. Okay. Dann machen wir das mal bei uns. Bei uns. Ein Kuchen müssen wir noch schnell backen. Oder haben wir da noch? Ach nee, der Kuchen wurde schon. Kokette Herzkekse. Oh. Okay, wir machen mal schnell einen Kuchen. Da, 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 da. Da, 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 da. Ein Erdbeerkuchen. Ein Erdbeerkuchen. So. Machst du schon Hausaufgaben freiwillig? Oh. Was? Was? Das ist ja krass. Das Baby schreit schon wieder. Oh, guck mal, die Ella. Ella ist auch schon da. Wo macht sie denn? Wo geht sie denn hin? Yoga? Yogan. Mhm. Oh, wie hübsch du aussiehst. Valeria. La, 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 la. Sie wäre eine tolle Matriarchin geworden. Auf jeden Fall. So, Schneewittchen, du bist hier in deinem Negligé, das weißt du schon, ne? Ich finde das schön. Bei Geburtstagen kommt auf jeden Fall die ganze Familie wieder zusammen und das finde ich irgendwie cool. Das sind wahrscheinlich nicht alle Kinder, aber aha, so ein paar. Und wenn wir noch mehr Kinder bekommen, werden auf jeden Fall nicht alle eingeladen werden können. Gott, das waren jetzt viele werden und können. Aha. Wer ist das denn? Wer ist das denn? Wer ist das? Wer bist du? Julia. Ach, das ist die Julia. Hä? Okay, die sah doch immer anders aus. Und ich glaube, Schneewittchen? Doch, Schneewittchen kennt schon ihre Enkeltochter. Weil die Ella hat ja auch ein Kind adoptiert. So, wir können uns ja auch mal wieder ein bisschen schicker machen. Ein Kleid anziehen. Nicht in den Kühlschrank. Nicht in den Kühlschrank. Das ist doch gefährlich, ist das doch im Kühlschrank. Kannst du dich jetzt umziehen, bitte? Und deinen Geburtstagskerzen? Schneewittchen. 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 Na, ah, verdammt. Komm mal hierher. Okay. Ich glaube, sind die jetzt alle festgebackt? Geburtstagskerzen hinzufügen. Ah, jetzt geht's wieder. Okay. Warte, 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 warte. Ich muss den Kuchen mal schnell sicherstellen. So. Sind schon Geburtstagskerzen drauf? Hä? Upsi. Okay. Schneewittchen. Du kannst bitte mal dein Outfit ändern. So. Und Outfit ändern. Und Outfit ändern. Sehr gut. Okay, Valeria. Ab, ab, ab. Geburtstagsfeiern. Geburtstagsfeiern. Gott. Deutsche Sprache ist schwere Sprache. Kerzen auspusten. Ah, oh, the dish. Great. Ja, ja. Und jetzt essen wir alle trocken Brot.
Ordentlich blasen. Yay. Huh? Was? Hä? Achso, wartet. Ich bin gleich wieder da. Oh Mann, oh Mann. Meine Kinder sind alle verdorben. Serienromantikerin, was steht denn eigentlich dazu? Dieser Sim möchte sich ins Getümmel stürzen und zu Verabredungen mit allen möglichen interessanten Leuten gehen. Und irgendwie, es ist ja wirklich das Kind vom Tod. Deswegen, ja, das kann man durchgehen lassen. Aber sie ist zudem auch noch... Wartet. Sie ist zudem auch noch... Böse. Wie der Teufel. Die haben jetzt alle immer andere Haarfarben. Aber irgendwie die grünen Haarfarben passen zu ihr. Sie könnten eigentlich auch rot sein. Vielleicht mache ich die rot. Wir hatten ja noch keine rothaarige. Oh, Witze erzählen. Sehr gut. Trinken. Guck mal, Schneewittchen, du kannst ja hier mal ein Getränketablett füllen. Wir hatten letztens Kirschlöff und jetzt nehmen wir mal Baciobella. So, trinken und gleichzeitig Musik hören lassen. Okay. Dann kannst du Musik hören, zuhören. Einfach nur zuhören. Los. Ach, Schneewittchen, ist das jetzt dein Ernst? Ist hier kein Platz mehr? Trinken. Hm. Kann jetzt hier mal jemand Musik hören? Zuhören. Berieselung. Berieselung. So. Zuhören. Berieselung. Berieselung. Zuhören. Berieselung. Hört ihr zu oder hört ihr jetzt nicht zu? Du hörst zu? Du hörst gleich zu? Du hörst nicht zu? Ach, naja, gut. Wir brauchen ja, wir haben ja schon Gold verdient, deswegen wir lassen denen jetzt einfach ihren Spaß. Was macht denn die Mini da die ganze Zeit? Ah, oh, und Baby kommt auch noch. Sehr schön. Ich habe mir ja schon mal überlegt, ob ich mir den, diesen einen... Oh, der Tod. Herr Troy. Sehr gut. Ob ich mir diesen einen Mod reinhole, wo, wie, das ist dann so wie, glaube ich, bei die Sims 3, wo dann ausgezogene Sims sozusagen ihre eigene Familie gründen können. Und das habe ich überlegt, ob ich das mache, damit halt die Sims... Oh, 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 oh. Ich muss mal schnell das Baby füttern. Damit halt die Sims auch ihre eigenen kleinen Familien gründen können. Oder man sagt halt, okay, oder ich mache es halt selber. Das kann ich natürlich auch machen, dass ich denen halt einen Mann gebe und ein Kind. Aber so ist es halt zufälliger. Und ich muss nicht bestimmen, okay, welchen Job nehmen die jetzt an? Kriegen die jetzt ein Baby? Wann werden die schwanger und sowas halt. Eigentlich wäre das ziemlich cool. Aber ich habe ein bisschen Angst, weil bei Mods weiß man ja nicht so genau,
inwieweit sie das Spiel halt nicht mehr spielenswert machen, sozusagen, oder weiß nicht. Ich bin mir noch so unsicher. Aber es wäre halt schön, wenn die irgendwie ihr eigenes Leben wirklich leben könnten, sozusagen. Ich weiß, es ist nur virtuell, aber die Vorstellung daran, dass sie halt ihre eigenen Wege gehen, finde ich irgendwie ziemlich cool. Das habe ich auch an die Sims 3 so gemocht, ehrlich gesagt. Jo. Das war ein schöner Geburtstag. Mal wieder ein schöner Geburtstag. Und es ist halt irgendwie, das ist irgendwie so ein großes Familienfest immer. Das ist irgendwie so ziemlich cool. Jetzt, was ist denn mit dem Baby die ganze Zeit los? So, wir hüpfen mal. Du musst das jetzt nicht machen. Du kannst jetzt baden gehen, wollte ich sagen. Duschen gehen vielleicht. Ich glaube, du stinkst etwas sehr dolle. Und guck mal, hier oben haben sie so ihre Ruhe, unterhalten sich. Und Stewittchen fasst sich die ganze Zeit an den Bauch, ich glaube. Oh. Das neue Familienmitglied wird begrüßt und genervt. So, wir füttern es mal. Oder? Ja, Entschuldigung. Jetzt kannst du. Füttern. Happy Birthday! Ist nicht schlimm. Auf Wiedersehen. Schön, dass ihr da gewesen seid. Beste Freunde. Ach, wie schön. Okay, ich würde sagen, Gott, was zeigt denn das Zeitometer? Ja, ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle die Folge. Ich werde zur nächsten Folge Valeria umgestalten. Mal schauen, vielleicht kriegt sie so rote, pinke Haare. Das wäre nämlich auch ziemlich cool. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bye bye. Und vielleicht wächst ja dann Klein Laila zum Kleinkind. Kinde heran. Wir sehen uns und danke fürs Zuschauen. Tschüssi.